Mehr Sex geht nicht. Wenn Anna Ermakova und Valentin Lusin das Let's Dance-Parkett betreten, gibt es sowieso schon kein Halten mehr. Doch was die beiden im großen Halbfinale zeigen, ist einfach nur heiß. Mit ihrem Contemporary fackeln die beiden eine Tanzshow ab, die alle schwitzen lässt. Oder um es mit den Worten von Jorge González zu sagen, das ist Kunst und einfach total geil. Und genau deshalb zeigen wir den sexy Contemporary der beiden oben auch nochmal in voller Länge im Video. Let's Dance Juror Joachim Jambi sind 10 Punkte einfach zu wenig. Das war einer der Top-3-Tänze der gesamten Staffel bisher. Das hört man doch gerne, ganz besonders dann, wenn es von Let's Dance Juror Joachim Jambi kommt. Während er beim Wiener Walzer von Anna Ermakova und Valentin Lusin noch wegen zu strenger Bewertung vom Publikum ausgebuht wurde, sind Herrn Jambi 10 Punkte jetzt viel zu wenig. Doch so sind eben die Regeln bei Let's Dance, mehr als 10 Punkte kann die Kelle eben einfach nicht. Auch Mozi Mabuse ist nach dem heißen Contemporary erstmal sprachlos. Beste Choreografie ever, Valentin, lobt sie. Und Valentin, der bedankt sich erstmal bei seinem Schatzi, Renata, die hat nämlich mitgeholfen. Da haben die Lusins ja wirklich alles richtig gemacht. Anna aber auch, denn am Ende gibt's für den puren Sex auf dem Parkett 30 Punkte. Und das, obwohl die beiden dieser intime Tanz so viel Überwindung gekostet hat. Aber es hat sich gelohnt, und wie.